Was hat Jochen Rindt wirklich bewegt damals? Er ist nicht nur sportlich Weltmeister geworden, sondern er hat damals etwas geschafft, was dringend notwendig war. Nach Wirtschaftskrisen, nach zwei Weltkriegen hat so keiner mehr an die Zukunft glauben wollen. Und da kamen junge Männer, allen voran Jochen Rindt, die gesagt haben, wir zeigen der ganzen Welt, was wir drauf haben, was wir können und ich werde Weltmeister. Und damit hat er alle Grazer, alle Steirer, aber ich glaube alle Österreicher bewegt. Und dass er nicht vergessen wird, in unserer Stadt gibt es jetzt ein Jahr lang die Jochen Rindt Straßenbahn, die durch Graz fahren wird. Im nächsten Jahr, weil wir jetzt ein Gedenkjahr beginnen, wird es eine tolle Ausstellung geben im Graz Museum, auf die wir uns schon freuen. Und Jochen Rindt war ein ganz, ganz großer Grazer. Ich freue mich, dass die Holding Graz mit ihren wesentlichen zwei Bereichen, nämlich Mobilität und Werbung, mit dabei sein kann beim Start des Gedenkjahrs zum 50. Todestag von Jochen Rindt. Ich selbst habe das dann noch drastisch vor den Augen. Urlaub in Jugoslawien, damals noch kein Internet, noch kein Mobiltelefon. Über die Kurzwelle haben wir gehört vom Tod von Jochen Rindt beim Training und der Urlaub wurde an diesem Tag abgebrochen. Als Holding sind wir bemüht, dieses Gedenkjahr zu begleiten. Wir haben unsere Straßenbahn mit einer Vollbeklebung als wichtiges Instrument angeboten. Wir werden eine Haltestelle einrichten und am Reininghaus-Areal wird ja auch ein Platz für Jochen Rindt benannt werden. Alles das sind Maßnahmen, dass wir einem der größten Sportler von Graz, Steiermark und Österreich ein Gedenken bewahren.